Ja, ich sitze jetzt hier im neuen 911 Turbo und stelle Ihnen den jetzt im Detail vor. Mittlerweile ist die Turbogeschichte bei Porsche bereits über 35 Jahre alt. Mit Behutsamkeit, aber trotzdem mit viel Energie ist das Modell immer wieder vorangebracht worden. Und hier die neueste Version mit 500 PS, noch mehr Power wie in der Vergangenheit und gleichzeitig noch effizienter mit bis zu 16% weniger Kraftstoffverbrauch. Das absolute Flaggschiff in der Marke. Im Design haben wir begonnen, üblicherweise bei Porsche eine sehr feine Betonung der Änderungen, sodass das Vorgängermodell nicht sofort zum Oldtimer wird, aber trotzdem der sachkundige Betrachter erkennt, das ist der Neue. Aus diesem Grund sind wir an viele Linien im Exterieur rangegangen: neues Bugteil, neues Heckteil, neue Leuchten und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal mit dem Motor an und gehen da ein bisschen ins Detail. Ja, hier stehen wir vor dem Sahnestückchen, dem Biturbo-Motor, mittlerweile mit einem Hubraum von 3,8 Litern, in der Leistung gesteigert auf 500 PS und 650 Newtonmeter. Zusammen mit dem Sport-Chrono-Paket sind wir sogar in der Lage, kurzzeitig eine Overboost-Funktion bis zu 700 Newtonmeter Drehmoment anzulegen. Das führt zu einer gigantischen Beschleunigung. Das Fahrzeug beschleunigt von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden und von 0 auf 200 in 11,6 Sekunden. Das bringt mich gleichermaßen zum Verbrauch. Der Verbrauch dieses Triebwerks im Drittelmix ist 11,6 Liter und das für ein Turbo mit 500 PS aus meiner Sicht echt eine Effizienz, die sich sehen lassen kann. Eine weitere Besonderheit von dem Triebwerk: Wir haben zwei Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, die ja von Porsche damals mit der ersten Generation des 997 Turbo entwickelt worden sind. Und außerdem hier zu sehen die Porsche Active Drive Mount Systematik mit schaltbaren Motorlagern, die dazu führen, dass das Verhalten vom Triebwerk im Fahrzeug einerseits Richtung Dynamik optimiert werden kann und andererseits Richtung mehr Komfort. Ja, damit kommen wir zum Fahrwerk. Wir sehen hier ein ganz toll gestyltes, sehr sportliches Hinterrad mit Zentralverschlussoptik. Aber es ist eben nicht nur die Zentralverschlussoptik, sondern es ist auch die Technik 1 zu 1 aus dem Rennsport hier für die Serie entwickelt. Diese Technologie hat, was das Rad mit dem Verbund des Radträgers anbelangt, ein Mindergewicht von über 2 Kilo gegenüber einer normalen 5-Bolzen-Verschraubung. Aber auch fahrdynamisch haben wir am neuen 911 Turbo intensiv gearbeitet. Wie es sich gehört, muss natürlich der Turbo als Flaggschiff in der Marke auch Rundenzeiten markieren, die einzigartig sind. Und wir haben hier die Systematik der Porsche-Regelsysteme intensiv verfeinert und weitergeführt. PSM, Porsche Stability Management, jedem einen Begriff. Dann mit der Technologie aus dem Cayenne verfeinert, Porsche Traction Management, das Allradsystem optimiert. Und hier jetzt erstmalig im Einsatz Porsche Torque Vectoring mit der Möglichkeit, im hochdynamischen Bereich jeweils das Hinterrad leicht anzubremsen, das ermöglicht, ohne Untersteuern optimal durch die Kurve zu kommen und dann im Zusammenhang mit einer Hinterachssperre auch beim Herausbeschleunigen aus der Kurve maximale Traktion und maximale Performance realisieren zu können. Also ein echtes Highlight für die Wiedererkennung des neuen 911 Turbo ist das LED-Tagfahrlicht an der Position, wo bisher die Nebelscheinwerfer waren. Und außerdem Porsche aktives Fahrlicht, in dem die Hauptscheinwerfer schwenkbar sind und so unter allen Fahrbedingungen für eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn sorgen. In der Seitenansicht nochmal ein Blick wert, die gelben Bremssättel von der Keramikbremse, insgesamt ein echter Highflyer und ich glaube, er hat es verdient, Flaggschiff unserer Marke genannt zu werden. Die zwei wesentlichen Features, die es möglich gemacht haben, den Turbo in der Performance nochmal richtig zu steigern und gleichzeitig deutlich effizienter zu werden, sind einerseits der 3,8 Liter BDE-Motor mit Benzindirekteinspritzung und andererseits das 7-Gang-PDK-Getriebe, Porsche Doppelkupplungsgetriebetechnologie, wie wir sie im neuen 911 und mittlerweile auch im Panamera vorgestellt haben. Völlig neu hier im 911er zum ersten Mal das Pedallenkrad
mit dem wir die Gänge durch mitlenkende Pedals am Lenkrad schalten können, auf der rechten Seite hochschalten, auf der linken Seite runterschalten. Zusammen mit den Schaltprogrammen, die wir anbieten, sind wir in der Lage, einerseits extrem komfortable Schaltungen auszuführen und im Sport Plus Mode Schaltungen mit Schaltzeiten wie im Rennsport darzustellen.